Jo, willkommen zurück bei diesem wunderschönen Kanal mit dem wunderschönen Game Resident Evil 4. Ja, das Remake. Das Original habe ich nicht gespielt, aber ich bin begeistert von dem Remake. Also zumindest das, was ich gesehen habe. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Neues Spiel. Standard. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Die erweiterte Schatzkarte wurde angewendet. Ach ja, das gute alte Opferungsritual einer Jungfrau für irgendwelchen komischen... oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, au. Tat bestimmt nicht weh. Fehlt bestimmt ein bisschen Lametta und ein bisschen Kleber, dann geht das 30. wieder. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte, den Schmerz, nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Sieht schon schnick aus. Das war aber nicht Chris. Ich habe die nie gespielt, die Teile. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich mistiger sein, hä? Der befiehlt ganz. Wie die Spieler eigentlich in der Folge kommen? Sagt er Freien Folge. Kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat so einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ich glaube, hier ist es. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Brauchst du? Da geht man einmal pissen und dann kommt er nicht mehr wieder. Vaya sitio más tétrico. Ich würde auch 50 Meter von dem Auto weggehen, weißt du? Hey! Hay alguien ahí? Mein Gott, alles nass. Der muss ja einen Bottich gesoffen haben. Oh, da liegt jemand. Wollt ihr nicht nur pissen gehen und nicht einen Rundgang machen? Und Kollege Schnürschuh hier wundert sich nicht. Sie ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier.
Big Ballen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Strafzettel mit dem Wald. Jo, ist klar. Yay. Ich würde mal sagen, wir kommen zu Resident Evil 4 Remake. Ja, eigentlich, suche den Polizisten. Ich freue mich. Eigentlich wollte ich die von 1 bis 8 wieder hochspielen, also 1 bis 7. 7 und 8 habe ich ja schon gespielt. Okay, ich mache sie dann mal wieder durcheinander, wie die Tomb Raider-Teile. Okay. Ich merke schon, dass die bei Maus genauso beknackt ist wie in 7, dass du die ganze Zeit so zweimal hin und her machen musst. Okay, gehe ich mal nach Kollege Schnürschuh suchen. Das Coole ist, das Zeichen kenne ich irgendwoher, ich weiß aber noch nicht von wo. Okay, hier muss er irgendwo gestanden. Okay. Ich höre ihn, glaube ich, hoffe ich, wie auch immer. Ich glaube, dass ich ihn höre. Ist ja das nicht sehr. Er hat sich auf jeden Fall Shift rennen. Wie weit ist er denn gegangen? Ah, halt, stoppe. Wer rennt denn so weit vom Auto weg? Weißt du, irgendwo mitten im, am Arsch der Welt? Natürlich. Was ist das da? Heyo. Ja, alles gut. Kann ich verstehen. Mein Chat ist natürlich wie immer live von der Partie. Das heißt, wenn du live dabei sein möchtest, schau doch gern auf Twitch vorbei. Hat der keine Waffe? Ich meine, das ist jetzt nicht Chris oder so. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also Chris kennen wir. Das war's aber dann auch schon. Es gibt nichts Vertrauenswürdigeres als eine scheiß Hütte mitten im Wald, weißt du, wo komische Geräusche rauskommen. Jemand zu Hause? Ich gehe wieder. Das bin ich nämlich nachher noch das Abendessen in diesem Game. Weißt du, schön aufgespießt über dem Feuer gedreht. Okay, ich höre nichts. Ich glaube, dass so gut ist, als erstes reinzugehen. Mach jetzt einfach mal. Hallo. Reinigung ist da. Oder auch nicht. Also eine Reinigung wäre ja auf jeden Fall mal glücklich. What are you doing? Was bist du denn? Primitiver Talisman. Das Urteil naht. Oh Gott, ist das von dieser komischen Sekte, die wir gerade gesehen haben? Akte 1. Ich habe mir die Errungenschaften vorher gar nicht angeguckt, was es für Errungenschaften gibt. Bestimmt wieder hier alle Akten sammeln und, weiß ich nicht, 20 Mal nicht sterben und keine Ahnung was. Ich muss mal bei Resident Evil auch mal einen Errungenschaftsrun machen im Stream. Also alle Errungenschaften. Da ist das Zeichen. Ob das gut ist, da als erstes lang zu gehen? Ich mache jetzt einfach da mal. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Okay, du D. Gehen wir den erstmal suchen. Alter, ich sehe hier absolut nichts. Gott, ich sehe nichts. Bei neben mir die Sonne scheint sich einfach nur so die Hälfte des Bildschirms. Hallo? Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Sorry, dass ich so reinplatze. Hast du den mal in die Augen geguckt? Musst du ja wohl ein Polizier.
Vino aquí. Gehen wir weg. Oh, falsche Taste. Oh, der kocht sich jetzt aus dem Polizisten ein Süppchen. Junge, geiler Kick. Das gefällt mir nicht. Liste der Jagdhütte. Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castano. Polizeibeamter. Der hat wohl, glaube ich, seine Tage jetzt hinter sich. Gibt es denn noch eine Tür, wo ich rauskam? Erstmal gucken. Als ob der den nicht ihm. Boah, wie das riecht. Das Essen erinnert mich wirklich an das Essen in der Resident Evil 7. Da sah das genauso aus. Okay, ich habe 10 Schuss. Okay, auf 1 habe ich die Waffe. Okay. Ich wüsste gerne, wie ich das Messer einsetze. Einmal Schlüssel benutzen. Ah, eine schöne Schlüsselanimation. Oh Gott, ich sehe einfach. Ah, danke, wie heißt der Typ eigentlich? Wow. Ich höre nix. Ich glaube, der Typ ist. Unser Typ ist tot. Hey! Ja, der ist so langsam auch ein Zombie. Oh. Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Tot. Der Status ist tot. Was ist hier los? Status tot. Cool. Ja, aus der Jagdhütte kommen. Oh. Nett. Waffe ziehen und schießen. Oh, ich sehe mich gleich schon. Ich sehe hier gleich schon. Da kommt doch gleich bestimmt irgendwas entgegen, oder? Was war das? Ja, was denkst du denn, was das war? Die gute Fee oder was? Mutter Teresa möchte dir ein Ständchen singen. Oh, kann mir doch gleich einer entgegen sein. Oh, hi. Nicht dein Ernst. Oh. Langsam ist es nicht mehr witzig. Ja, cool. Ich hab, wie kann ich denn das... Oh, das Messer nutzt sich ab. Ist das dein Ernst? Oh nein, da ist nicht noch einer, oder? Nein, Schnitzel! Okay. Ja, so penne ich auch immer im Bett. Okay. Ich sollte eventuell mich, wenn ich es kann, nicht an den... weg hier. Heraus kann ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja natürlich eine Falle. War klar.
Ich hätte gerne... Oh, grünes Kraut. Kräuterli. Oh. Das ist toll. Habe ich eigentlich in den Schränken nachgeguckt? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, ich habe nicht in den Schränken nachgeguckt. So wirklich. Was ist das für ein Raum? Ach, das ist... Warte mal. Wupp, wupp. Hier läuft ja eh nichts mehr rum. Ich habe gar nicht in den Schränken geguckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil irgendwas drin ist. Aber ich glaube, hier war sonst auch nichts, oder? Natürlich nicht. Nee, da kommen wir gerade her. Warte mal. Da vorne müssen wir hin. So, jetzt aber. Ich habe keine... Oh, ich höre schon wieder Ketten. Kettengeklapper. Oh. Ich hau mich gerne zwischen den Zehen gerne mal weg, dann, Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Boot! Ich muss los. Melde mich. Hi! Oh Gott. Ich find selbst raus. James Bond für Arme oder was? Okay. Zum See. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwie... Ich brauche Money. Ich hasse das. In Resident Evil ist immer... Du hast kaum Money. Immer. Scheißegal. Scheißegal, in welchem Resident Evil Teil. Du hast immer kaum Money. Die Treppe erinnert... die Brücke erinnert mich ein bisschen an Village. Die kommt mir jetzt aber nicht hinterher. Voll vertrauenswürdig. Die Brücke drüber zu streiten, weißt du, wo Petablu Lache ist. Kann nur gut werden. Warte mal. Ich würde gerne mal wissen. Haha! Ich wusste das. Wenn du in Village kannst du auch Vögel abballern. Pesenten. Also Geld. Es ist immer so, in Resident Evil ist das immer. Hast du da eine Vogelscheuche oder sagen wir einen Raben vor der Nase, kannst du immer drauf schießen. Immer. Hey, Pistolen-Muni. Und natürlich, Muni-Dinger sind immer gelb. Oh, ich höre schon wieder was labern. Oh. Mistpulver. Schön, erstmal speichern. Speichern! Speichern. Finde ich cool, die haben das genauso gemacht wie in Resident Evil 7. Koffer anpassen? Hä? Okay, das ist mein Koffer. Warte mal, wie komme ich denn in meinen Koffer rein? Aufbewahrung? So kommt mein Koffer, aber komme ich nach. Ich habe eine Shotgun. Und ich habe eine... Okay. Nee, das ist ja kacke. Nee. Scheiße. Verstauen. Das machen wir nicht. Ich glaube, das ist noch, Ich habe
spiele gerade das Spiel von meinem besten Freund, der hat das gespielt. Ich schätze mal, ich gehe mal davon aus, dass der dich schon freigeschaltet hat. Ich meine, cool ist es, aber ich glaube, das ist ein bisschen Verrat, wenn ich das jetzt nehmen würde. Ist ein bisschen Verrat. Ich glaube, die kriege ich nämlich noch. Das wäre jetzt ein bisschen Verrat, wenn ich mir... Oh, da ist der Polizist. Aber mit. Ich kann mir wahrscheinlich von denen irgendwann später was kaufen, deswegen erschieße ich jetzt einfach die. Erschieße ich einfach die Vögel. Hier ist sonst nichts. Ja, da bin ich immer rum. Hocken. Ja, so höre ich mich morgens auch an, wenn ich aufstehen muss zur Nachtschicht. Höre ich mich morgens auch so an. Hey, noch mehr Money. Money, Money, Money. Ich kann hocken. Okay, gucke ich mal. Oh, das mit dem... Ey, das ist ja assi. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, ich muss eh gedrückt halten. Ahí está. Empieza a rezar. Ja, natürlich cool. Okay, Gegner lassen also was fallen. Das ist ja gut zu wissen. Schießpulver. So, ich habe kein Leben mehr. Ah, Waffenschnellzugriff. Und Objekte können sie eine Waffe und Schnellzugriff machen. Okay. Oh, da ist eine Karte. Oh, da bin ich gerade durch. Oh, das ist ja schön. Ja? Schatz. Erweiterte Karte. Okay. Okay, wenn ich einen Schatz finde, wird er mir angezeigt. Das ist ja schön. Herstellen. Ah, okay. Leben kann ich nicht herstellen. Gut zu wissen. Herstellen. Okay. Benutzen. Danke. Und jetzt gleich noch einer. Ach, guck mal da. Kann ich die? Ne, ich kann die nicht wegmachen. Oh, ich werde ja beinahe reingestiefelt, Alter. Aua, du Blöde. Blendgranate. Junge, hat er mich getroffen. Okay, hol das Gott. Was kann ich jetzt mit dem? Ja, herstellen. Kräutermischung. Kräutermischung. Kann ich auch herstellen, benutzen? Kann ich auch wissen, was das ist? Ach da, Kräutermischung. Die Mischung aus einem grünen und einem roten Kraut stellt fast dreimal so viel Gesundheit wieder her wie eine einzelne grüne Kraut. Ah. Okay, halt, stopp. Blindgranate. Kann ich die... Ach, auf zwei habe ich die. Okay. Mach ich das einmal? Ich will gern einmal Komponente irgendwie...
sortieren, wenn das geht. Die Muni da unten wird. Da und dort da. Mal gucken, wann wir an den See ankommen. Hallo, was zum Henker ist jetzt da? Komm, mein Kopf war geflogen, wird der Tag viel besser. Oh Scheiße, ist das euer Ernst? Ah. Cool. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Wenn die verbrannt werden, ist aber auch willkommen im Hexentum. Oh. Cool. Ach ja, es gibt nichts Schöneres mit einem Spiel ohne Kult. Mit einem Kult. Gut. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge.